Einen wunderschönen guten Tag zurück und an alle geliebten Pokémon-Fans hier bei Let's Play Pokémon. Moment, let's go Pikachu. Und wir sind hier im Kraftwerk mit den ganz vielen Elektro-Pokémon, die wir uns hier heute fangen werden im Kraftwerk. Jetzt musste ich kurz überlegen, ein Magneton. Ja, da habe ich nicht hingeworfen. Da habe ich auch nicht hingeworfen. Da auch nicht. Ey, das ist unfassbar gerade. Zum Glück habe ich noch 118. Also der wirft nicht dahin, wo ich hin will. Jetzt mal, dankeschön. Ein Magneton wäre schon nice. Komm. Ach, schade. Come on. Ein guter Wurf. Reicht aber trotzdem nicht, oder? Nein. War doch fast zu erwarten. War fast zu erwarten. Auch nicht drin. Das kostet wieder Geld und Bälle. Was ich nicht habe. Leider. Aber gerade die Bälle. Ja, boah, wir haben Magneton gefangen. Nice. Ein Magneton ist jetzt unseres. Für 652 Erfahrungspunkte. Und natürlich auch, nicht zu vergessen, ein Pokédex-Eintrag. Der ist ganz, ganz wichtig hier. Es erzeugt seltsame Radiowellen, durch welche die Lufttemperatur in einem Radius von 1 Kilometer um 2 Grad steigt. What? Okay. Du bist für den Klimawandel zuständig. Alles klar. Alter, Slimers gibt es ja hier wie Sand am Meer, oder was? Oder wie muss ich das sehen? Okay, gelb. Einfach fabelhaft. Dann kannst du auch einfach fabelhaft drin bleiben. Auch wenn es keine Garantie ist. Aber es war diesmal super. Ein super Fangwurf diesmal. Wir haben einen Slimer gefangen. Energiebonbon. Super. Und Sublikat erreicht dadurch ein Level ab Level 42. Aber mir ist wichtiger der Pokédex-Eintrag für das gute Slimer. Slimer ist aus erhärtetem Schlamm entstanden. Es riecht sehr penetrant und man sollte es nicht berühren. Wo es hintritt, wächst kein Gras mehr. Das bei anderen könnte ich das auch gleich direkt sagen, ja. Da wächst auch kein Gras dann mehr. Einen Top-Beleber, ein Elektroball gibt es hier, ey. Das hat auch Style. Hab ich da gerade einen Elektek gesehen? Yo, Alter, du hast den Pokéball erdrückt. Elektroball. Wenn du mal so kurz angemerkt haben. Ja, Mist, das war knapp. Den habe ich weiter nach rechts geworfen. Gut, ein guter Wurf. Der mir nur nichts bringt. Aber der Sound von Elektroball finde ich geil. Aber ein Elektrik fand ich auch immer geil. Ich weiß nicht warum, aber Elektroball nehme ich aber auch dankend an. Vorsicht, du bleibst mal drin. Dann brauchen wir noch einen Voltoball. Und das Elektroball greift leider die Flucht. Wo war jetzt das Elektek hier? Da ist ein Elektek. Ein Elektek. Auch schwer zu fangen. Okay, wundert mich alles ehrlicherweise nicht. Oh, das bleibt direkt drin. Cool, wir haben ein Elektek gefangen. Yeah. 1004 Erfahrungspunkte. Das reicht für ein paar Level-Ups hier, würde ich sagen. Taubos und Pikachu erreichen ein weiteres Level. Und ein Elektek. Elektek, ich weiß, ich fand Elektek immer geil. Größere Stromausfälle sind fast immer darauf zurückzuführen, dass der Elektek den Strom eines Kraftwerks einfach gefressen hat. Wir haben ein Elektek. Cool. Und da ist ein Voltoball. Voltoball haben wir auch noch nicht. Elektroball ja auch noch nicht. Die gucken immer so richtig brummig. So sagt der Motto, ich habe keine Lust, gefangen zu werden. Ja, danke. Nächstes Mal warte ich nicht so lange. Weil es ist nur ein gelber Kreis. Also im Bereich des Machbaren. Wenn das Pokémon möchte. LOL. LOL. Ernsthaft. Oh mein Gott, Philipp muss nochmal in die Fangschule gehen. In die Trainer-Pokémon-Fangschule. So, dankeschön. Jetzt hilfst du direkt kostenlos den Ball.
Man kann sagen, sind heute bei dir so gierig. Das ist doch schon ein Ball. Ja? Zumindest die Form eines Pokéballs. Ach komm, dieser Fluss hätte auch reichen können, die 200 Erfahrungspunkte, oder? Aber der Pokédex-Eintrag, der reicht mir. Man sagt, es tarne sich als Pokéball, um sich zu schützen. Allerdings zerstört es sich schon bei der kleinsten äußeren Einwirkung selbst. Self-Destruction auch genannt. Oder Explosion. Ich finde Self-Destruction viel geiler. Das hört sich einfach viel geiler an. Ernsthaft, hier gibt es einen Trainer-Coach. Ein Magnetilo. Wir haben Magneton, aber noch kein Magnetilo. Deswegen fangen. Haben wir Magneton? Ja, wir haben Magneton. Hör auf, dich zu bewegen. Dankeschön. Hör auf, dich zu bewegen. Das tut man nicht. Dankeschön. Magnetilo gefangen. Yeah. Also 100 Pokémon wäre schon mein Ziel eigentlich. Zu fangen hier. Bisaflor erreicht Level 44. Wachstum erlernst du bei mir auf jeden Fall. Da geht sogar der Rasierblatt für drauf. Wachstum geht immer. Spezialangriff hochpushen geht immer. Nehme ich dankend an, Bisaflor. Für Magnetilo einen Eintrag. Und zwar ist trotz von Geburt an der Schwerkraft und schwebt auf elektromagnetischen Wellen durch die Luft. Wäre cool, oder? Wenn ich das auch könnte, von Geburt an. Von Geburt an einfach mal zu schweben. Alter, noch ein Electek. Noch, die sind hier, glaube ich, gar nicht so selten. Aber Moment mal, warum habe ich denn ein Parfüm nicht eingesetzt? Moment. Ja, okay, wir haben nicht mehr so viele. Na, da kommen mal gleich die Electeks raus. Habe ich das Gefühl. Hier liegt ein Pokéball, hier liegt wahrscheinlich ein Voltoball, oder? Ne, ein Top-Trank. Aber nehme ich auch dankend an. Ja, hier unbedingt durchzu... Haha, das ist eine Tarnung, das ist ein Falscher. Das ist ein Falscher, aber Moment, wo geht's hier eigentlich weiter? Hä? Wartet mal. Kann ich hier irgendwas machen? Das ist doch nicht alles, oder? Oder den Trainer... Coach geht das Kraftfeld auf Rang 2 der Orte, dem man auf keinen Fall zugeteilt werden möchte. Mir ist es egal, wo ich ihn nicht eingeteilt habe, ich mache meinen Job immer gut. Sollen wir das mal demonstrieren? Ja, kannst du mal gerne machen, aber warum gibt es hier nicht mehr? Das wäre schon so ein bisschen traurig, Ina. Was hast denn du? Ein Amaro. Ich will mich nicht beschweren. Ich will mich auf keinen Fall beschweren. Weil das ist ein Geschenk. Das ist echt ein Geschenk. Den Eisschrei nehme ich in Kauf. Danke. Ey, das wäre jetzt echt gemein gewesen. Aber der Megasauger reicht. Ja, dicke. Dicke füllt mich auch wahrscheinlich komplett auf. Jo. Und da habe ich jetzt ich habe quasi den Wachstum geschenkt bekommen. Den Wachstum haben wir geschenkt bekommen. Und das war mir wichtig. Aerodactyl. Das ist gefährlich. Das könnte gefährlich werden. Aber nicht mit dem Steinhagel. Nicht mit dem Steinhagel. Hier, guck mal, Blättertanz. Hast du überlebt? Okay, habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Nicht mit Wachstum. Gut, des Wachstums habe ich damit nicht gerechnet. Aber Aerodactyl, ja, leck mich fett. Hast du seltene Pokémon? Die auch schon nicht ohne sind, das muss ich auch mal sagen. Kabutops. Könnte schneller sein als ich, das könnte das Problem sein. Aber die hat, Moment mal, die hat nur fossilen Pokémon. Ich habe es genau gemerkt. Aber die meisten sind, also zwei davon sind Wassergestein. Vierfach Schwäche gegen Pflanze. Nur ist Aerodactyl neutral. Wegen des Flugtyps. Aber hey, was soll's? Bisaflor hat alle gerockt. Bisaflor hat alles gerockt hier. Cool. Was ist eigentlich Rang 1 dann? Wo möchte man auf keinen Fall hin? Siegestraße? Für mich gibt es nichts Schöneres, als wenn du mit meiner Arbeit zufrieden bist. Hier, ich habe noch was für dich. What? Okay. Alter, das ist jetzt echt gut. Aber hier.
Das ist irgendeine Maschine kaputt. Man sieht das da hinten. Also irgendwas ist hier faul. Komme ich da dran? Ja, ich komme da wirklich dran. Aber Moment mal, das gucke ich mir jetzt mal hier genauer an. Hm? Kabum. Ja, eben, das ist ein Pokémon. Ein wildes Elektroball erscheint. Das muss ich auch besiegen. Okay. Das können wir hier nicht fangen. Wir haben auch eine Kampfzeit dafür. Okay. Vielleicht hilft mir das hier weiterzukommen. Donnerblitz. Ich hoffe, dass du das überlebst. Ja, danke. Du sollst nichts verzweifeln, du sollst angreifen. Lutsch dir mal ein paar KPs wieder. Jo, auf jeden Fall, das ist gut. Das ist gut, aber die Kampfzeit, Kreideschrei, verfehlt. Sehr nice. Elektroball down. Elektroball ist down. Die Seeschauminsel werden wir dann auch noch mal begutachten. Jetzt können wir das Elektroball fangen, finde ich gut. Aber wir haben ja auch gelernt, die können ja auch die können danach immer noch fliehen. Das ist das Problem dabei. Also man hat keine 100%ige Fanggarantie, so wie ich jetzt gerade. Aber es war wie beim Relaxo. Aber nehme ich doch gerne an. Gibt nochmal Erfahrungspunkte. Und ein Pokédex-Eintrag natürlich jetzt auch. Für einen Elektroball. Finde ich gut. Er speichert elektrische Energie in seinem Körper. Schon die geringste Erschütterung lässt es explodieren. Also wie das Voltoball eigentlich. Aber. Also hier stimmt irgendwas nicht. Ja. Also man kommt hier auch nicht weiter. Oder ich bin blind. Hier unten geht's auch nicht. Nirgendwo weiter. Nein, nicht einsetzen. No. Was ich extrem schade finde. Ein Slimog. Das will ich auch noch haben. Also wenn ich schon mal hier bin. Dann will ich das Slimog auch noch haben. Ja, dann haben wir eigentlich fast alle Pokémon abgearbeitet. Einfach fabelhaft. Bleibst du auch einfach fabelhaft drin. Ja, sehr schön. Und haben einen Slimog auch. Sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Oh, Stärke-Bonbons auch noch, die ich bekommen habe. So bin ich an Level 43. Also Slimog hat einen guten Angriff. Ja, habe ich richtig gelegen beim Arena-Leiterkampf. Sein gefütterter Gestank kann zur Ohnmacht führen. Da seine Nase zuvor kümmert ist, kann es sich selbst nicht mehr riechen. Uah. Stell dir mal vor, ihr habt auch keine Nase. Aber kannst du mir mal einen Tipp geben, wie ich hier weiterkomme? Noch ein Slimog? Nö. Das bringt mir gar nichts. Da kann ich auch nichts anfassen. Sieht richtig heruntergewirtschaftet aus. An dir würde ich gern vorbei. Boah, aber gerade so. Magnetilo. Da rechts komme ich auch nicht hin. Aber hier runter käme ich. Oh, Philipp, mach die Augen richtig weit auf, ja. Dann findest du den Weg. Dann hättest du den Weg gefunden. Noch ein Sonderbonbon. Okay, jetzt bin ich mit Sonderbonbons aber zugeschissen, ja. Kann ich irgendwas mit den Maschinen machen? Nee, die sind echt nur Deko oder was? Was ist hier gerade in den Säcken drin? Das frage ich mich auch. Hier in den Großsäcken. Slimer. Hier haben wir nochmal ein Item. Donner! Alter, könnte ich Pikachu beibringen? Was ist da unten? Ist ein Pokémon? Es fällt schon sehr auf, ne? Was ein Pokémon ist und was nicht. Magnetilo. Da liegt auch nochmal zwei Items. Nochmal ein Donnerschrein. Wir haben ja vor dem Eingang schon einen gefunden, ne? Also legt man gleich neue nochmal einen hin. Warum nicht? Ein Top-Trank, den nehme ich gerne. Bringe ich Pikachu jetzt Donner bei oder nicht? Soll ich dich fangen, Electek? Komm, du standst mir im Weg. Du standst mir im Weg, also bist du gefangen.
Vorausgesetzt, du bleibst drin. Wie viele Bälle habe ich überhaupt noch? 91. Also die Bälle, die verschwendet man hier richtig gut, ey. Zum Glück sind die so billig geworden mit 500. Sonst hätte man ein richtiges Problem. Aber Electric wieder mal gefangen. Nanabeere. Okay. Man kann ja auch hier super leveln. Das funktioniert auf jeden Fall. Da kann ich mich auch nicht drüber beschweren. Noch ein Slimer. Da kommen wir gerade so vorbei, was gerade passt. Hier liegt eine alte Kommandozentrale. Hier liegt ein Item. Ein Paraheiler. Klar. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Ja, und warum nicht so ein seltenes Pokémon hier, ne? Ein ganz seltenes Pokémon hier. Und ob wir das beim nächsten Mal fangen, das erfahrt ihr im nächsten Part. Deswegen freue ich mich auf den nächsten Part und schalte dann wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Mach's gut, haut da rein und tschüss.